Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock Day Ark the Survival in der Paläontologie mit dem freundlichen Herrn, dem Lucifer. Da ist er und der steht genau da, wo die Kiste hin soll. Wenn er sich wegbewegt, kann ich es auch setzen. Okay, so Luzi, wie weit bist du vorbereitet? Ich bin vorbereitet. Du bist vorbereitet. Mit anderen Worten, ich hänge gerade hier ein bisschen hinterher. Dann wollen wir hier mal ein bisschen einsortieren. Sortieren. Passt. Das sieht gut aus. Hier haben wir nochmal Mellowberries, Necoberries. Necoberries kommen da unten nochmal rein. Hier alles schick da. Gucken wir noch, ob ich was mischen kann. Drugs. Okay, zweimal Narkotiks nochmal. Gut, wir gehen los, würde ich mal sagen. Wo viele Bäume sind. Wo viele Bäume sind. Ich folge dir. Du gibst den Weg an. Okay, ich stell mal unsere Eselskuh hier in der Mitte rein. Auf diese Position hier und dann werde ich mal schnell anfangen zu kräutern. Und du sagst mir dann, wenn das hier alles weggeerzt ist und du die Hölzer in die kleine Dame reingepackt hast. Jo, klappt aber schon ganz gut jetzt hier gerade. Fiber kriege ich rein, ich kriege Beeren rein. Also Fiber brauchen wir uns echt keine Sorgen machen. Ich habe die jetzt auch so geskillt, dass die mehr tragen kann. Sehr schön. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und ich habe selber gleich ein Level up. Gefällt mir auch ganz gut. Ja, ich werde jetzt auch mehr auf Tragen gehen. Für dich selber oder für was? Für mich selbst. Ach so, für dich selbst, okay. Nervig, das hin und her, und du bist gerade so schnell dabei und alles. Naja, ist halt nicht so einfach, wa? Das einzig Gute, was ich jetzt im Moment sehr gut finde, eigentlich, das ist... Was wolltest du sagen? Reparieren von Werkzeugen. Das Reparieren von Werkzeugen. Ja. Warum folgt die Dame mir jetzt nicht? Was ist los? Order of Enable Following. Danke. Folgen Sie mir mal bitte. Genau. Du darfst mir schon folgen, junge Dame. So, ich habe ein Level Up, sehe ich gerade. Das sollte ich mir auch mal drum kümmern. Level Up. Ich mache dann auch mal mehr Tragekapazität. Und lerne mal folgende Rezepte. Keins, weil Level 20 ist das erst mit den Klamotten. Okay. Das heißt, wir werden mal hier weiter pflücken. Irgendwo ist der Lucifer, wo ich nicht weiß, wo der Lucifer ist. Wo ist denn der hin? Ach, da stehst du. Okay, dann hoffe ich mal, dass du jetzt... bleib mal stehen. Warum? Warten. Weil dann rennt er den nicht immer hin. Achso, du willst was reinpacken, er sagt es doch. Okay, da hat es drin, okay. Gut, wir können weiter. Okay. So. Ja, das ist jetzt der Baum und dann können wir weiter. Jo. So, jetzt. Muss man mal gucken, wo du langläufst, da. Weil ich dir dann hinterher laufe. Ich muss da hin, wo Bäume sind. Ja, keine Panik. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier nicht irgendwo reinfalle. Oh. Drei Stück, die wohl nicht so grad lustig sind. Da vorne kommt gleich einer, da vorne an der Spitze. Oh, da sind einige etwas größere, die sind unlustig. Die will ich jetzt auch noch nicht machen. Wir gehen mal woanders hin. Folgt mir hier mal. Lang. Was hier lang? Wo? Okay, ich folge dir. Genau. Folg mal Mama Maya Müller. Mama Maya Müller weiß, wo es lang geht.
Frau kennt sich aus sozusagen in der Paläontologie. Da vorne, siehst du, da wollen wir hin. Da sind Kräuter und da ist ein Spucker. Das ist sehr schön. Um den werde ich mich kümmern. Boah, ist toll. So ein Spucker da vorne. Zack, gleich mal den Speer geschnappt. Und schon geht's los mit der Paläontologie. Hallöchen, du kleiner Rotznappen, du. So, er darf einmal spucken. Okay. Speer ist gebrochen. Ja, er speer, natürlich hilft er mir. Jetzt muss ich den natürlich erstmal weglocken, weil es hängt ja da auf der Leiche drauf. Das ist ein bisschen blöd. Okay, da haben wir's. So, wir haben das Mieti rausgeholt. Ja, er hilft mir. Das ist genau das, was ich sagte halt. Das Jagen wird halt nochmal ein bisschen einfacher, ne? Jetzt habe ich natürlich keinen Speer mehr. Hahaha. Ha, ha. Wenn du Materialien dabei hast, woraus du einen Speer machen kannst, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir einen Speer machst. So ganz ohne Speer ist natürlich auch blöd. Und wir widmen uns langsam den Bäumen. Wir gehen mal den Bäumen hier weiter ein bisschen entgegen. Irgendwas machst du, keine Ahnung. Ja, ich bin gerade im Innen. Ach, du guckst nach, ob du einen Speer machen kannst. Naja, nicht, ob ich einen Speer machen kann. Ich hab schon einen Speer. Achso, gut. Pack den einfach in den kleinen Saurier rein. Oder schmeiß mir den auf den Boden. Warte, ich komm dir mal entgegen. So. Warte mal. Ich pack dir den besser da rein. Okay. Weil da ist zu großes Gras und wenn er sich verliert und bla und schwallweg. Achso, okay. So, ein Speer ist drin. Okay. Inventory. Bäume. Bär. Okay. Holz. Ich brauche sehr viel Holz. Ja, die blöden Podeste, die schlucken Holz, das ist Wahnsinn. Ah ja, klar, wa? Alles eigentlich. Holz ist irgendwie so, ja, das Ding der Dinge, wa? Das Ding der Dinge. Aber ist schon ganz cool jetzt so, wa? So mit dem Tragetierchen so und dass man so zusammen unterwegs geht, ist schon ganz nett, wa? Also es hat schon so seine gewissen Vorteile, ha? X-Force? Ja? So, mal frag, komm mal kurz zu mir. Kurz zu mir ist gut, wo ist kurz zu mir? Hier, hinter dir. Hinter mir, ja? Ja. Komm mal kurz mit. Ja? Siehst du den rechten Dinosaurier? Ja, das ist ein Para. Das ist ein Para. Das ist den, den ich nachher haben. Den will ich ja haben. Aber da braucht der Sattel 60 Leder. Oh. Für den Para brauchst du 60 Leder. Das ist das Problem. Du brauchst Leder ohne Ende. Oh, dann müssen wir halt Leder farmen. Wie gesagt, den will ich auf alle Fälle haben, den Para. Oh, da ist ein Strahl. Guck mal, Luzi. Oh. Ja, da. Aufi. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Alles andere können wir später auf der Rückfahrt machen. Das ist ja schon wichtig, der blöde Strahl. Der Strahl. Alles andere ist unwichtig. Oh, hier sind Dodos. Um die kümmere ich mich mal. Ja, mach du das. Ich bin den Strahl suchen. Dodos bedeutet Leder. Leder bedeutet Sattel. Ja, jetzt steht mir dann natürlich mein Dino direkt auf den Dodo drauf. Das ist natürlich... Ja, er kommt gleich runter. Ich bin schon fast da. Du bist schon fast da. Hallo, Diamant. Okay. Jetzt ist er unten gleich. Er ist unten. Ja. Ich warte mal weiter hier hinten, weil ich noch gucke, ob ich hier noch Dodos finde. Dodo. Dodo! Nein. Mach mich jetzt nicht schwach. Wieso? Hängt er oben fest irgendwo? Nee, ich weiß natürlich, dort war komm. Scheiße.
Vertrauen. Vertrauen. Wir haben noch mal Halt. Wo ist mein Dino geblieben? Wo ist er? Ah, da ist er. Na, hast du dich da irgendwo verfummelt oder was? Nee, Exos, da ist Mitte in der Steine. Und dann mach doch die Steine weg mit einer Spitzhacke. Das dauert aber richtig lang. Da guck ich lieber, ob ich... Da einen Sattel. Was für ein? Biomia-Sattel. Das ist so ein Schweinchen. Willst du auch ein Schweinchen haben? Dann tämen wir dir jetzt ein Schweinchen. Jetzt nicht unbedingt. Ich brauche eher, weil ich bin ja der, ich baue ja, sage ich mal. Ich brauche ein Bauvieh. Naja, aber du kannst ja ein Fioma nehmen zum Transportieren. Also von daher, auch wenn du brauchst ja irgendwie Ladekapazität, ja? Du bist da hin, ich komme mal rüber geschwommen. Jojo, keine Panik. Also so ein Sattel wäre für dich auch nicht schlecht. Dann kannst du Sattel auch... Sattel habe ich ja jetzt schon. Naja, wie gesagt. Also wenn du willst, können wir dir mal so ein Schweinchen ranziehen. Willst du ihn haben? Ja, komm. Für jetzt so rumzugurke und so Sache ist okay und dann später irgendwann mal ein Mammut. Ja, ja, ist mir klar, dass du Mammut willst. Ich brauche eine Holzmaschine. Du hast eine Holzmaschine, ja. Oder das andere Teil und ein Mammut, weil dann Holz und Metall, dann können wir uns irgendwann mal ein Metallhäusel bauen. Ja, das wäre natürlich auch göttlich, klar. Ne? Jetzt habe ich gerade zumindest wieder ein paar Dodos gefangen, das ist schon mal ganz gut so. Gefangen ist gut, ich habe die geschlachtet. Oh, die haben Dodos! Oh, hier sind eine Menge Palmen, hier müsstest du holzen. Ja. Also die Dinger, sehr wichtig, wenn du irgendwas hier in der Gegend siehst. Von deiner Dinger, von deiner Strahle gleich Bescheid sagen. Ja. Ich renn durch hier, das ist mir scheißegal. Ja, dass du ein bisschen leichtsinnig bist, das haben wir ja schon gut festgestellt. Ich sag nur mal DayZ oder so, wa? Du warst ja da immer ein bisschen schmerzbefreit. Oh, bleib mal stehen. Weil ich bin voll. Achso, dann sag doch einen Ton. Dann warte ich so lange. Warte mal, ich kann ja dann auch was reinpacken. Inventory, ich bin nämlich auch ziemlich Mellows, Fiber, Neko, Raw Meat. Oh, 11 heute haben wir. 11 heute. Ist ja schon mal nicht schlecht. 6 Steine wieder auch. Die sind dabei rangekommen. Ja. Okay, hast du alles reingepackt? Oder bist du noch am Fummeln? Er fummelt da an Schweinchen rum. Guckt euch das mal an. Ja, 2,50. Weil der am Schweinchen fummelt. Mann, 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 Mann. Gut, weiter löft's. Ich weiß jetzt gar nicht, wie voll das Schweinchen ist. Ich guck mal nach. Ja, 152. Ja, da passt noch was rein. Ja, ja. Ja, aber nicht so viel. Nicht so viel. Naja, und wir selber können ja auch noch was tragen. Ah, darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja auch ein bisschen tragfähig. Im Gegensatz zu RTL, das ist ja nicht mehr tragfähig, ja? Ja, auf jeden Fall so ein Schweinchen, dann kann ich mit einem Schweinchen komplett unterwegs gehen und ja. Dann gehe ich mal richtig Holz holen. Ja, wobei das zusammen mit dem Farm, wie wir jetzt gerade machen, natürlich auch sehr sinnvoll ist. Wir sollten das trotzdem, glaube ich, zusammen machen, weil dann kriegt man immer noch die Cross-XP zusätzlich, weißt du? Achso, ja, können wir machen. Also so kriegst du jetzt dauernd und ich dauernd jetzt ja immer XP noch zusätzlich durch die Aktion von den anderen. Und die Dinosaurier, die leveln ja dadurch ja auch nochmal schneller. Ja, dann komm mal mit runter, weil ich brauch Holz. Runter ist gut, wo ist denn runter? Hier runter, den Stein runter. Nee, nicht da lang. Ach, da. Da runter. Ja, da runter. Ja. Ah, da vorne die Palmen. Okay.
Hier haben wir auch noch Steine rumliegen, die nehme ich auch mal mit. Steine kann man ja immer hier brauchen. Spätestens dann fällt es einem auf, wenn die Steine Mangelware sind. Und ich sag dir, erst wenn wir alles aufgedeckt haben, dann können wir richtig loslegen. Wie aufgedeckt? Für eine Karte oder wie? Nee, die ganzen kompletten Skills. Ach so. Stopp. Ja, ich bewege mich ja nicht mehr. Der tingelt halt immer noch so ein bisschen langsam. Wie voll ist er? Moment. Fehlt noch was. Da fehlt noch was. So, 294, also nicht mehr so viel. Okay. Also ein bisschen Holz noch, wir haben ja recht, und dann andere Sachen füllen, dann wieder zurück. Irgendwie steckt der Saurier gerade fest, du hast irgendwas mit dem gemacht. Ich hab gar nichts mit dem gemacht. Angeblich soll er mir noch folgen. Disabled? Order. Okay, geht er jetzt so? Oder ist der zu voll? Hast du den so voll gemacht, dass er nicht mehr laufen kann? Ja, der ist zu voll. 204, 94. Ja, 208. Warte mal. Irgendwie mag er das gerade nicht. Gucken wir mal. Nee, der läuft nicht. Warum läuft der jetzt nicht? Ah doch, er läuft, aber ganz langsam. Der ist zu schwer. Oha. So, jetzt? Warte mal. Theoretischerweise müsste er jetzt klappen. Schauen wir mal. Naja, okay, er bewegt sich. Ja. Aber sehr langsam. Oha. Warte mal, ich hole mal noch was aus denen raus. Inventory. Da ist aber diese Anzeige. Oh, Schwachsinn eigentlich. Was hole ich denn bei denen raus? Wir holen mal noch die Fiber aus denen raus. So, jetzt dürfte er ein bisschen leichter sein. Schauen wir mal. Oha. Ey, du hast den so zugeholzt. Oh Gott. Ja, warte mal, ich nehme Ammo so ein 100er Pack raus. Jo. Ich krieg Ich krieg wegen dir Ärger mit dem Tierschutzbund. Ja, du schindest die armen Saurier zu Tode. Kukumoto. Jetzt ist er aber doof link auf der Bahn. Ja, jetzt. Du bist der Dinosaurier-Schänder schlechthin. Ja, was denkst du, auf was ich denn skill? Auf Gewichte tragen, klar, logisch. Mach ich ja auch. Hier wären zum Beispiel ein Männchen. Ist das ein Männchen? Der ist Level 3. Wenn wir Männchen und Weibchen haben, die würden sich ja nochmal boosten. Verstehst du? Hm. Also wenn wir den hier tame, hättest du jetzt ein Männchen. Pass auf, wir bringen mal das ganze Zeug nach Hause. Exos, aber ich will keiner mit Pink eine Sache. Oh. Tupfen drauf. Nein. Vergiss es. Keinen mit pinken Tupfen. Kein mit pinken Tupfen. Rot, ja. Pink, nein. Na, wir schauen mal, was wir kriegen. Aber der darf nicht zu hoch vom Level sein, das ist das Problem dann. Wo ist Tanja? Da ist Tanja. Tanja, komm mal ran. Wir wollen nach Hause, wir haben ja keine Zeit. Vor allem habe ich sowieso wieder überzogen, wie man hier sieht. Oh Gott, wir haben überzogen. Aber ich möchte Tanja noch nach Hause bekommen. Tanja! Komm mal hinne. Die Zuschauer, die wollen heute noch was essen oder so. Und wenn du hier die ganze Zeit so langsam bist. So, disable following. Du bleibst mal hier so stehen. Ja, bewegt dir noch so ein paar Meter. Gut. Wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen auch dürft gerne morgen wieder.
bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht von der Tanja fressen. Und, ja. Keine Ahnung, wo die jetzt hinläuft. Ah, sie bleibt jetzt stehen. Gut, also, ciao, ciao, bye, bye und cheerio.